Schon. Jetzt habe ich irgendwo aus einer anderen Station. Ja, da hinten rausgekommen, dann haben mich direkt drei Mutanten mit einer Minigun erwartet. Das war nicht unbedingt geil. Und jetzt haben wir hier schon wieder einen freundlichen NPC. Noch ein Mensch mit Todeswunsch. Willkommen auf der Promenade, Tourist. Wo zum Teufel kommen Sie her? Sind Sie verrückt, hier draußen rumzustehen? Keine Angst vor Mutanten. Ich bin kein Tourist. Ich muss jetzt gehen. Ja, wo kommt sie her? Wahrscheinlich aus dem Ort, wo ich jetzt hin will. Erfreut mich ebenfalls, Sie kennenzulernen. Ich bewache Underworld. Die Stadt der Ghule. Im Museum. Für einen Touristen ziemlich unwissend, was? Ich heiße übrigens Willow. Ja, das stimmt schon mal nicht, weil hier oben steht ein ganz anderer Name. Wird wahrscheinlich auf Englisch dasselbe sein, aber ja, Fail im Übersetzen. Also Stadt voller Ghule. Sie haben schon richtig gehört. Underworld befindet sich im Geschichtsmuseum hinter dem großen Schädel. Die meisten Ansässigen haben mit Menschen nichts am Hut. Aber für Kronkorken verkaufen sie Sachen und verarzten einen. Ghoulhasser sind sie ja nicht. Jo, dann gehen wir mal. Wir wollen Bis da schnell zum rein. nächsten Mal. Man kann sich da drin auch gut verlaufen, weil da gibt es nicht nur freundliche Bude, da gibt es auch ziemlich bösartige. Ja, dann gucken wir uns das Ganze mal an von innen. Es sieht nicht ganz so gut aus, wie man von außen erwartet hätte. Ja, hier gibt es auch eigentlich nicht mehr viel. Wir haben gehört, hinter dem Schädel ist die Stadt der Ghule. Da will ich auch hin. Da könnte man, glaube ich, lang. Da könnte man. Es wäre so eine Art. Ja. Für so eine Quest gibt es da ein paar Items. Und halt eine Menge Gegner. Aber wir wollen nach anderen Welt. Sieh da, kaum zu glauben. Ein Glatthautbesucher. Wow. Von ihrer Sorte haben wir hier schon lange keinen mehr gesehen. Mein Gott, was bist du? Glatthaut, was soll das heißen? Und wo bin ich? Ich weiß, was ein Ghoul ist, haben wir jetzt schon gehört, aber wir fragen trotzdem mal, was er ist. Jetzt erzählen Sie mir mal, wie Sie hier unten im Ghoul-Zentrum gelandet sind, ohne je einem Ghoul über den Weg gelaufen zu sein. Hm? Nun, wie soll ich sagen? Ich bin ein Ghoul. Alle hier unten sind Ghule. Und bevor die Frage kommt, was ein Ghoul ist, will ich's gleich erklären. Wir sind keine wandelnden Toten, trotz des verwesenden Fleisch und des Geruchs. Wir sind Mutanten, glaube ich jedenfalls. Ja, er glaubt das natürlich nur. Wir können jetzt denken, dass eine Glatthaut einer von den normalen Menschen ist, aber wir fragen ihn trotzdem mal. Glatthäute nennen wir euch, weil eure Haut so glatt ist und so schmackhaft. Immer mit der Ruhe. Ich mach doch nur Spaß. Dran gekriegt, was? Ja, dann bleibt dann nur noch die eine Antwort. Wo sind wir? Sie sind in Underworld, Glatthaut, dem einzigen sicheren Ort für Ghule in ganz DC. In dieser Parallelwelt leben wir, von den Menschen vergessen. Die Mutanten lassen uns in Ruhe und die Sklavenhändler kommen normalerweise nicht so weit in die Stadt rein. So schlimm ist es also nicht. Die stählerne Bruderschaft ist unser einziges Problem. Es sei denn, wir bleiben hier unten in Underworld. Hier sind wir sicher. Ja, die stählerne Bruderschaft sind so Leute, wie wir im Intro gesehen haben, mit den dicken Rüstungen und den dicken Waffen. Ja, ich weiß gar nicht, was wir nehmen. Wir nehmen einfach eine Stadt voller Ghule. Richtig. Und solange sie uns nicht belästigen, belästigen wir sie auch nicht. Sie können jederzeit kommen und gehen, handeln, schlafen, egal was. Stellen Sie nur sicher, dass Sie keine Probleme angeschleppt bringen, denn sowas brauchen wir hier nicht. Genießen Sie also Ihren Aufenthalt, Glatthaut. Fragen wir halt noch nach der stillen Bruderschaft, weil ich weiß, dass man bei Ihnen noch eine Art Quest bekommt, bei dem man Altmetall kauft. Diese Schweine. Sie scheinen uns von Supermutanten nicht unterscheiden zu können. Vielleicht ist es Ihnen auch nur wurscht. Sie sehen uns und schießen. Zum Glück schießen sie meistens daneben. Trotzdem, Ghoulhasser. Ja, dann schauen wir uns einfach mal um, wenn es nicht anderes mehr gibt. Genießen Sie Ihren Aufenthalt, aber versuchen Sie hier nicht alles in Grund und Boden zu schießen. Wir haben hier unten ein recht angenehmes Leben. Und so soll es auch bleiben.
Was machst du hier in der Gegend, Fintrop? Ich? Ich halte jedes Stück verrosteten Vorkriegsmüll hier einsatzbereit. Bei uns laufen Licht, Wasser und Belüftung über den alten Schrott, der diesen Ort damals für die Touristen in Gang hielt. Bisher lief das Ding noch. Naja, ich weiß nicht, wie lange ich es noch schaffe. Ja, warum? Was ist das Problem? Ich bin so fasziniert, ich kann einfach nicht länger drüber reden. Dort, wo wir gefahrlos hinkommen, haben wir schon so ziemlich alles Altmetall aufgesammelt. Wir kratzen hier verzweifelt die letzten Reste zusammen. Verdammt, bald muss ich noch den armen alten Cerberus ausschlachten, um Teile zu bekommen. Hey, Sie kommen doch viel rum, oder? Hören Sie zu, bringen Sie mir alles Altmetall, das Sie finden. Ich habe verschiedene Sachen zum Tauschen hier. Wir können hier ein Geschäft machen. Wir haben hier Sachen, die wir nicht brauchen, aber eine Glatthaut wie Sie kann vielleicht etwas damit anfangen. Ja, wie soll die Bezahlung aussehen? Ich denke schon, dass ich helfen kann. Oder kümmere dich selber drum. Ich denke mal, dass ich helfen kann. Gut, das höre ich gern. Kommen Sie einfach wieder zu mir, wenn Sie etwas Altmetall gesammelt haben. Sie können fast überall Sachen finden. In verschrotteten Robotern, in alten Gebäuden, praktisch überall. Ja, wir haben ein Altmetall. Das ist nicht wirklich viel, das gibt's in Massen. Und ich werde ihm auch nicht geben, weil es gibt zwei andere Anbieter in dem Spiel, die besser zahlen. Deshalb gehen wir einfach mal. Nicht vergessen, ich freue mich immer, wenn ich Altmetall kaufen kann. Ja, wie gesagt, was ich eigentlich wollte, ist ein sogenannter Sharon. Den finden wir in der Stadt hier. Hallo, wie läuft's denn? Und der hat halt speziell anfangs den Vorteil, dass er sich nach Kämpfen selber heilt. Weil er halt ein Ghoul ist und das ist wirklich sehr praktisch. Deshalb will ich ihn eigentlich haben für die schweren Kämpfe am Anfang. Mal schauen. Hallo, was der müsste denn theoretisch hier stehen. Ja, da ist er. Sprechen Sie mit Azrukal. Ja, wir haben jetzt nicht sehr viel zur Auswahl. Wir nehmen einfach mal irgendeins, da kommt eh das selber raus. Reden Sie mit Azrukal. Azrukal ist ein Vorgesetzter. Der steht hier und von ihm müssen wir den Vertrag für Sharon kaufen oder anderweitig bekommen. Das Ganze würde 2000 Gold kosten oder, wenn man gut in Sprache ist, glaube nur 1000. Aber wir werden es ganz anders machen. Und wir sprechen erst mal. Na, sieh mal einer an. Eine Glatthaut, die mir noch nie über den Weg gelaufen ist. Ich bin Azrukal und das ist der Ninth Circle. Die Leute haben Probleme und ich hab Schnaps. Nun, Schnaps und ein paar andere Stärkungsmittel. Falls Sie was brauchen, einfach Bescheid sagen. Wer ist der Typ in der Ecke da? Das ist genau der, auf den wir hinausfahren, deswegen nehmen wir das direkt. Das ist Sharon. Sagen wir mal, er ist ein loyaler Angestellter. Machen Sie mir keinen Ärger, dann macht er Ihnen keinen Ärger. Ja, wir haben jetzt viele Sachen zur Auswahl. Er ist ein ergebener Mitarbeiter. Im Hintergrund hören wir übrigens das Galaxy News Radio. Das ist wirklich gut. Das werden wir später wahrscheinlich die ganze Zeit im Hintergrund laufen haben, wenn es das. Ja, wenn YouTube da mitmacht. Weiß ja nicht, wie wir mit den Copyright stehen. Dann machen wir weiter. Er ist also dein Sklave. Er redet nicht viel. Oder was macht er für dich? Ja, er redet natürlich nicht viel. Seine Gesellschaft ist recht erfrischend, nicht wahr? Aber halten Sie seine Einsilbigkeit nicht für Dummheit. Das wäre sehr unklug. Das Unterschätzen eines Gegners war schon für viele ein fataler Fehler. Ja, dann fragen wir ihn einfach mal, ob es der Sklave ist. Nein, er ist kein Sklave. Sie beleidigen mich. Ich glaube nicht an die Sklaverei. Abscheulich. Ich glaube an den freien Willen. Es ist undenkbar, eine andere Person gegen ihren Willen festzuhalten. Ketten werden verdient, nicht auferlegt. Sharon traf einige Entscheidungen, die ihn in meine Dienste führten. Die Art des Vertrags zwischen ihm und mir geht niemanden etwas an. Ich möchte Sharons Vertrag besprechen. Das wollen wir natürlich machen, wir wollen ihn ja haben. Sie wollen über den Vertrag sprechen? Er ist für mich und den Nine Circle von sehr großem Wert.
Um was genau geht's denn? Aha, ich zahle dir 1000 Korken, ich zahle dir 2000 Korken. Können wir uns nicht auf ein Geschäft einigen? Das klingt doch schon viel besser, weil nicht so hohen Zahlen drin vorkommen. Dann nehmen wir das direkt doch. Wir könnten eine Abmachung treffen, aber Sie würden das Geschäft nicht mögen, das ich Ihnen anbiete. Ich mag eben keine Konkurrenz, überhaupt nicht. Das geht gegen meine Prinzipien als Geschäftsmann. Es besorgt mich,